Benitez neuer Trainer bei Real. Rafael Benitez wird wie erwartet neuer Trainer bei Real Madrid. Das haben die Königlichen am Mittwoch bestätigt. Damit folgt der 55-jährige Spanier auf Carlo Ancelotti, der nach dieser Saison als Trainer entlassen worden war. Benitez erhält bei den Madrilenen einen 3-Jahres-Vertrag bis 2018. Benitez war zuletzt beim SSC Neapel aktiv. Kroos traut Ancelotti Bayern zu. Nationalspieler Toni Kroos kann sich Carlo Ancelotti als Trainer beim FC Bayern vorstellen. Der Ex-Coach von Real Madrid sei sehr international und spreche auch Englisch. Warum solle Ancelotti nicht mit einem Club wie Bayern erfolgreich sein, sagte Kroos der Sportbild. Der Italiener sei ein interessanter Mann für die Bundesliga. Ancelotti war zuletzt 2 Jahre als Trainer bei Real Madrid tätig. Frühling darf bleiben. Thorsten Fröhling wird auch in der kommenden Saison Trainer bei 1860 München bleiben. Nach Sport1-Informationen planen die Löwen nach dem geglückten Klassenverbleib weiter mit dem 48-Jährigen. Er habe gespürt, dass man mit ihm weiterarbeiten wolle, deshalb sei er entspannt, sagte Fröhling zu Sport1. Fröhling hatte die Löwen nach der Entlassung von Markus von Aalen im Februar übernommen. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2015. Pelé fordert Wandel. Die brasilianische Fußballlegende Pelé hat nach dem Rücktritt von FIFA-Präsident Sepp Blatter ein Umdenken im Weltverband gefordert. Es sei eine wichtige Zeit für die FIFA. Sie müsse sich ändern und nach vorne blicken, sagte Pelé der BBC. Dafür benötige der Weltverband aufrichtige Personen. Zuletzt hatte Pelé die Wiederwahl Blatters trotz aller Kritik verteidigt. Also die Entscheidung am heutigen Tag hat mich total überrascht. Ich kenne jetzt auch keine Hintergründe aus der Aktualität, aber die Entscheidung ist absolut richtig. Man könnte auch sagen, sie war irgendwo überfällig, denn ungeachtet des Wahlsieges beim Kongress ist ja keine Ruhe eingekehrt und ein Aufbruch, den die FIFA dringend nötig braucht, ist nur mit einem neuen Mann an der Spitze letztlich auch möglich. Ich bin nun auch neues Exco-Mitglied der FIFA und wir hatten am Samstag die erste Sitzung. Aber auch wir haben keinerlei Informationen, ob möglicherweise neue Dinge aufgetaucht sind, die mit den Untersuchungen in Amerika zu tun haben. Das wäre pure Spekulation, wenn ich da etwas zu sagen würde jetzt. Wir haben also keine Information, ob es gestern, heute Entwicklungen gegeben hat, die ihn zu diesem Schritt gebracht haben. Oder andere Variante, der Druck für ihn wurde ganz einfach zu groß. Ich habe im Scherz schon gesagt, die Delegierten aus den 209 Ländern, die sind ja gerade zu Hause, da können die schlecht wieder umkehren. Also das braucht ja alles eine Vorlaufzeit, es müssen Fristen gewahrt werden, Formalitäten beachtet werden. Aber ich denke, dass das jetzt alles in den nächsten 3-4 Monaten geschehen muss. Ich hatte den Eindruck, dass die Kluft zwischen FIFA-Funktionären auf der einen Seite und dem Fußballvolk auf der anderen Seite kaum jemals größer war als während des FIFA-Kongresses in Zürich. Auf der einen Seite dunkle Machenschaften und Geldgier und auf der anderen Seite die Hunderttausende, Millionen von Spielern, Trainern, Betreuern, Eltern, Schiedsrichtern, die jedes Wochenende dafür sorgen, dass der Fußball lebt in Deutschland und anderswo. Ich habe gesagt, es ist ein Neuanfang notwendig, wenn der Fußball und Fußballbegeisterung überleben soll. Und ich bin froh, dass der Rücktritt von Herrn Blatter diesen Neuanfang jetzt möglich macht. Das ist natürlich eine große Erleichterung. Da fällt, sagen wir mal, der erste kleine Stein von einem ganzen Gebirge mir vom Herzen. Das ist aber wirklich ein überfälliger Schritt. Es zeigt, es ist offensichtlich ganz nah an ihn rangekommen. Und spätestens, wenn der Generalsekretär in Verdacht gerät, kann Blatter nicht mehr sagen, er weiß von nichts und er hat dann mit nichts zu tun. Aber ich sage explizit, es stimmt, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Aber
Ein platter Rücktritt reicht ja nicht aus, aus der FIFA eine andere Organisation zu machen und das ganze System FIFA zu erneuern, sondern jetzt braucht es wirklich profunde Reformen vom Anfang an. Ja, die UEFA hat ja mit Verlaub letzte Woche nicht das beste Bild abgegeben. Also die Backen aufzublasen und dann einzuknicken und das war's, dann reicht eben nicht aus. Ich hätte mir gewünscht, dass die UEFA bei dieser vermeintlichen Wahl letzte Woche gar nicht angetreten wäre. Dann wäre Blatter, hätte er sich trotzdem wählen lassen, aber er wäre demokratisch überhaupt nicht legitimiert gewesen. Das war letzte Woche, jetzt ist er weg, aber jetzt kann die UEFA zeigen, worum es ihr geht. Also ich bin überglücklich hier heute mit dieser PK dann auch offiziell BVB-Trainer zu sein. Ich hatte mir in meiner Auszeit den großen Wunsch, einen Top-Bundesligisten zu trainieren als nächstes. Ich hatte den großen Wunsch, einen Traditionsverein zu trainieren. Ich hatte den großen Wunsch, einen echten Herausforderer zu trainieren. Und der BVB ist für mich ein großer Herausforderer in allen Wettbewerben. Nur wenn ich sage, dass ich überzeugt bin, dass wir ein Herausforderer für die nationale Spitze sind, dann finde ich, dass sich die nationale Spitze erweitert hat. Das ist nicht nur Bayern München, das ist mittlerweile völlig zu Recht auch Borussia Mönchengladbach, Leverkusen und Wolfsburg. Und wir sind für dieses Quartett, die